Pandemiebedingt gab es eine enorme Zunahme von Rettungseinsätzen und betreuungspflichtigen Krankentransporten in der Stadt Frankfurt-Oder. Aus diesem Grund, so die Stadtverwaltung, habe man eine Arbeitsüberlastung beim Rettungsdienstpersonal festgestellt. Dies hat zur Folge, dass Einsätze nach Dringlichkeit priorisiert werden müssen und längere Wartezeiten aktuell zumindest nicht auszuschließen sind. Um die Situation in einen rechtlichen Rahmen zu stellen, hat Oberbürgermeister René Wilke für die betroffenen Bereiche von Rettungsdienst und Feuerwehr am Montag den unbefristeten Ausnahmezustand erklärt. Also Ausnahmezustand, in diesem Falle ist es weniger dramatisch, als es klingt. Es geht um eine Rechtsform, eine Rechtsnorm, die eingeschoben werden muss. Wenn die Gefahr besteht, dass ein Rettungsdienst nicht mehr imstande ist, in einem Zeittakt zu arbeiten, wie er üblicherweise zu erwarten ist, also dass binnen einer Viertelstunde nach einem Hilferuf dann auch Hilfe vor Ort ist. Und es ist eben so, in Frankfurt-Oder ist ja der Rettungsdienst städtisch, genauso wie die Feuerwehr, dass wir im Monat November im Vergleich zum Monat des Vorjahres, zum November des Vorjahres, 70% mehr Covid-19-bedingte Krankenfahrten und Rettungseinsätze zu fahren hatten mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man dazu noch weiß, dass ein solcher Einsatz sehr viel aufwendiger ist als ein Normaleinsatz, einfach deshalb, weil es eine sehr große Vor- und Nacharbeit benötigt, es wird Schutzkleidung benötigt, es wird im Nachgang Desinfektion benötigt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass sich das Arbeitsvolumen in diesem Bereich praktisch verdoppelt hat, sodass auch dort inzwischen eine Situation eingetreten ist, die die Kolleginnen und Kollegen weit an ihre Grenzen treibt und darüber hinaus, dass es dort dann auch stressbedingt natürlich zu Ausfällen gekommen ist, wir also dort einen Überlastungspunkt erreicht haben. Der Ausnahmezustand ermöglicht es zudem, die Zahl der verfügbaren Rettungsmittel unter Heranziehung von Beschäftigten der Berufsfeuerwehr zu erhöhen und die so im Brand- und Katastrophenschutz auftretenden Lücken durch Aktive der Freiwilligen Feuerwehr zu schließen. Genug Fahrzeuge hierfür sind da. Natürlich muss man das relativ betrachten. Genug Fahrzeuge, genug Technik ist da, um den jetzigen Aufwand zu betreiben. Würde die Pandemie nun weiterhin wachsen, würden weiterhin immer mehr und immer mehr Fälle betreut werden müssen, geraten wir natürlich auch dort über das Maß hinaus. Und was jetzt auf uns zukommt, als nächstes müssen wir ja auch wissen, die Verlegung von Patientinnen und Patienten von einer Klinik in die andere, das geht natürlich auch an einem Rettungsdienst einer Stadt nicht spurlos vorbei, denn hier sind Transporte abzusichern. Wann der Ausnahmezustand wieder aufgehoben wird, sei laut Stadtverwaltung noch nicht absehbar. Die aktuelle Impfsituation macht es notwendig, dass zusätzliche Impfangebote entstehen, um den Bedarf abzudecken. Aus diesem Grund hatte der Frankfurter Arzt Dr. Huth für den 1. Dezember einen frankfurtweiten Impftag geplant. Seine Kollegen waren auch mit an Bord, sodass der Impftag eigentlich diesen Mittwoch durchgeführt werden sollte. Wie ursprünglich geplant, kann der Impftag nun jedoch leider nicht stattfinden. Das kann man so und so sehen. Es ist so, dass viele Kollegen dort mitmachen, Patienten bestellt haben und der Impfstoff wird jetzt irgendwie rangeschafft noch. Aber es ist eben so, dass wir also dort kalt erwischt worden sind, dass letztendlich nicht so viel Impfstoff geliefert werden konnte, wie wir gedacht haben. Und sodass also dort unbestellte Patienten also schwierig sein wird, dass die letztendlich einen Termin bekommen. Ich weiß aber, dass die Praxen voll bestellt haben und dass also dort also wirklich voll Power geimpft wird. Die Knappheit an Impfstoff ist nicht gleichzusetzen mit dem Fall, dass gar keiner vorhanden wäre. Nichtsdestotrotz sollte man nicht zu lang zögern, wenn man sich impfen lassen will. Kompensieren könnte man den Mangel eventuell dadurch, dass man verschiedene Impfstoffe an eine Person verimpft. Entgegen dem Irrglaube ist das laut Huth nämlich gar kein Problem. Es ist aber eben so auch ganz klar gesagt worden, dass der moderne Impfstoff ja auch mit möglich ist, dass man also den voll austauschen kann. Und wir haben also schon einige Patienten, die Moderna gehabt haben. Die haben BioNTech als Auffrischung, Boosterung gekriegt. Und es ist so, dass also schon viele Patienten, die BioNTech hatten, haben also ja auch Boosterung den Moderna-Impfstoff gekriegt. Das geht einfach und das muss man einfach sehen. Und es ist eben, ich sag mal so, in den Medien, sie sind ja auch im Medium so dargestellt worden, also nur das eine geht, stimmt nicht. Ja, und da gab es, wie gesagt, auch schöne
Informationen zu. Das hätte man einfach anders kommunizieren müssen. Man kann nicht sagen, nur 30 Impfdosen gehen diese Woche an BioNTech und dann nichts mehr, aber Moderna kann bestellt werden. Moderna ist ja dort austauschbar, völlig zum mit den BioNTech, und Moderna kann ab 30 Jahre aufwärts voll geimpft werden. Das gesamte Interview mit Dr. Huth mit vielen weiteren aufklärenden Antworten zur aktuellen Impfsituation und den verschiedenen Impfstoffen strahlen wir demnächst im Anschluss an die Nachrichten aus. Aufgrund des dynamischen Covid-19-Infektionsgeschehens im Gebiet der Stadt Frankfurt-Oder entfallen vorerst alle Führungen und Veranstaltungen im Museum Viadrina. Dies betrifft unter den Veranstaltungen aktuell das am heutigen Montag geplante Format Heureka, die öffentliche Führung am Mittwoch sowie eine am nächsten Montag vorgesehene Festveranstaltung. Das Museum Viadrina und die Gedenk- und Dokumentationsstätte bleiben unter zwingender Beachtung der Abstandsregeln, der Maskenpflicht sowie unter der Anwendung der 2G-Regel weiterhin dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr für Einzelbesuche geöffnet. Vergangene Woche hat auf Frankfurts Grünem Markt ein Spendenbasar der Wohnbau Frankfurt zugunsten der AWO-Integrationskita am Mühlental stattgefunden. Ausgerichtet wurde er vom Seniorenteam der Wohnbau, die sich immer wieder mit verschiedenen Aktionen sozial engagieren. So hat auch die Zusammenarbeit mit der Kita eine lange Tradition. Jährlich backen Jung und Alt gemeinsam in der Vorweihnachtszeit Plätzchen. Diese Tradition musste dieses Jahr leider wegen Corona ausfallen. Der Basar jedoch schien ein Erfolg gewesen zu sein. Es wurden vom Seniorenteam und den Kindern und Erziehern gebastelte Weihnachtsdekorationen und Gestricktes verkauft. Den Erlös übergibt die Wohnbau Frankfurt dann an die Kita. Der Spendenbasar wurde sehr freundlich unterstützt von Bauer Korn und vom Betreiber des Grünen Marktes. Es gab heiße Getränke und eine kleine Überraschung für die Kinder. Herr Korn spendierte außerdem ein paar Produkte von seinem Marktstand. Die Kinder halfen mit viel Freude beim Verkauf und verbrachten einen spannenden Vormittag auf dem Marktplatz. Unabhängig von den entfallenen Veranstaltungen am vergangenen Wochenende bleiben beide Häuser der Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt-Oder weiterhin für Ausleihe und Nutzung zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich. Besucher müssen in den Räumlichkeiten eine medizinische Maske tragen und die Abstandsregelungen einhalten. Auf der Webseite der Bibliothek unter www.srbffo.de findet man neben den aktuellen Öffnungszeiten auch ein umfangreiches Online-Angebot, welches man im Laufe der Pandemie stärker ausgebaut hat. Die Sterne und mit ihnen die Lindenallee in Eisenhüttenstadt leuchten nun wieder. Zum Sternenshopping gab es noch eine große Lichtershow zu erleben. Als es dunkel wurde, verwandelte sich das Antlitz des Friedrich-Wolf-Theaters in eine lebendige Fassade. So etwas hatte es in Hütte noch nicht gegeben. Wir machen ein Videomapping aufs Friedrich-Wolf-Theater im Auftrag der GEWI. Wir wollen ja in jedem Jahr wieder ein bisschen was um die Weihnachtszeit machen und jetzt starten wir gerade damit. Ja. Es steckt eine Menge Arbeit darin, so etwas zu programmieren. Wir haben im Endeffekt das Mapping natürlich aufs Haus angepasst. Das ist natürlich gar nicht so einfach, weil mein Kollege, der Matthias, da eine ganze Weile dran gesessen hat, um die Effekte musiksynchron zu machen, generell die Sache auch aufs Fribo anzupassen. Etwas Ähnliches hatten sie im vergangenen Jahr am Rathaus in Fürstenberg schon gezeigt. Das Mapping an sich ist das zweite Mal. Im letzten Jahr haben wir es im Fürstenberg gemacht. Und da wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch nochmal sein. Die Gebäudewirtschaft und die Stadtwerke haben diese Veranstaltungen gesponsert. Drei weitere Shows sollen an den Adventssonntagen noch folgen. Und es war ja auch erst die Auftaktveranstaltung. Es wird auch noch drei weitere geben und die Leute sollen ihre Ohren und Augen offen halten. Und ich glaube, wir werden noch einiges Spektakuläres sehen. Das ist ein Auftakt zu vier Veranstaltungen, wo wir Lichtillumination machen. Wir fangen am Friedrich-Wolf-Theater mit einem Mapping an. Und dann gucken wir, es wird wahrscheinlich zu den anderen Adventstagen nochmal, also zu den anderen drei Adventstagen, nochmal eine Lichtillumination in der Stadt geben. Aber dazu kommt dann später mehr. Lasst euch überraschen. Wir sind ganz glücklich, dass die GEWI uns da, wie gesagt, auch die Möglichkeit gibt, das zu machen. Natürlich sind einige Veranstaltungen abgesagt, aber ich denke, die Leute halten sich so ein bisschen an den Abstand draußen und so ein bisschen was kann man einfach in der Stadt noch machen. So ein bisschen gab es auch. Etwas Glühwein und Punsch, aber auch Bratwürste. Damit ließ es sich ganz gut aushalten in der Kälte und vor allem die Lichtershow ansehen. Etwas abseits von der Show am Frivo
konnten die Mitarbeiter der Buchhandlung nicht viel sehen. Wir konnten ja nicht raus, wir mussten ja im Geschäft bleiben. Wir waren ja heute bis zu zweit mit der Kollegin, weil wir nicht wussten, wie viel Zulauf ist, ne? Der Zulauf hielt sich in Grenzen. Viele Menschen sind verunsichert, ob die Geschäfte nur mit der 2G-Regelung betreten werden dürfen. Jeder ist verunsichert. Viele rufen an, haben sie überhaupt geöffnet, dürfen wir überhaupt eintreten? Und wir fallen ja unter die Ausnahmeregelung, also wir fallen nicht unter die 2G-Regel, wir dürfen geöffnet haben. Aber viele wissen es auch nicht, ne? Und sind sehr verhalten so, ne? Also wer kauft, der kauft gerne, das ist schön, ne? Aber so sehr, es wird angerufen, es wird gefragt, die Bedingungen stehen in der Tür, trauen sich nicht rein, dürft man das hier anfassen und so, ne? Die Leute sind verunsichert. Auch das Basteln, das sie hier zum Lichterfest am Nikolaustag gern angeboten hatten, konnte dieses Mal nicht stattfinden. Das ist endlich mal wieder normal, unter normalen Bedingungen stattfinden. Ne? Das Lichterfest war ja eigentlich am Nikolaustag für die Kinder gedacht, so hat es gestartet. Und der Lampenumzug und Fanfarenzug vom Eco hat natürlich sehr viel Publikum angezogen. Ne? Das war mal sehr schön. Und die Kinder sind die Straßen entlang gelaufen, haben selbst gebastelte Lampions vorgeführt und sind mit ihren Eltern und Freunden und Bekannten hier lang gelaufen. Das war natürlich viel schöner. Ne? Und man konnte Glühwein ausschenken, Kinderpunsch, mit den Kindern basteln. Das war ein ganz anderer Umgang. Ne? So war es zum Sternshopping eher verhalten. Aber dennoch mit einer tollen Lichter-Mapping-Show ein schönes Erlebnis. Am Samstag vor dem ersten Advent in Eisenhüttenstadt.